Guten Morgen, ich bin Chairmesser. Willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Heute mal wieder mit einem brandneuen Fahrzeug im Frühling, wenn man 50% der Meisterschaften oder aller Tätigkeiten abgeschlossen hat, hat man die Gelegenheit, den Nissan Pulsar GTI R in seine Garage aufnehmen zu können. Und ja, wie immer werde ich ein paar Daten zu diesem Fahrzeug erzählen, werde den Wagen dann über die Teststrecke jagen und natürlich auch noch ein wenig tunen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Mit den Daten. Wir haben unter der Haube ein 2,0 Liter rein Vierzylinder Turbomotor, den sogenannten SR20 DET Motor mit 230 PS und 280 Newtonmeter. Das Ganze auf etwa 1,35 Tonnen Leergewicht. Von 0 auf 100 geht der Wagen in 5,4 Sekunden etwa. Eine Topspeed hat er von 232 km/h. Der Motor stammt aus dem 180SX sowie der Nissan Silvia. Nicht aus dem Nissan Skyline, wie das fälschlicherweise manchmal gesagt wurde. Es ist kein Skyline-Motor. Es ist das Homologationsmodell dieses Fahrzeugs für die Gruppe A der WRC. Er hat das sogenannte Atesa-Allrad-System, welches unter anderem im Skyline verwendet wurde. Und in Europa ist dieser Wagen nicht als Nissan Pulsar GTI R bekannt, sondern wurde unter dem Namen Nissan Sunny GTI R verkauft und hatte dabei auch noch ein wenig weniger Leistung, nämlich nur gerade mal 220 PS sowie 267 Newtonmeter, also wie gesagt ein bisschen weniger. Aber ja, so ist das nun mal. Und ja, dann gucken wir uns hier mal an, was unter der Haube steht. Wir sehen erstmal, da ist ein kleiner Motor, den ja, der einen anguckt. Und Rechtslenker, wie gesagt, japanische Version. Sehr kleiner Kofferraum. Und der Innenraum. Typisch 90er, wenn man so möchte, Anfang der 90er. Aber ja, ist ein bisschen was an Plastik verbaut. Nur so ein kleines bisschen. Ich würde sagen, wir starten den Wagen mal und hören uns an, wie der SR20 DET denn so klingt. Ja, das klingt doch sehr kraftvoll. Ich denke auch, der Wagen wird mehr durch seine Beschleunigung heute glänzen als durch seine Kurvenlage. Aber ich würde sagen, das finden wir heraus, indem wir den Wagen über die Teststrecke fahren. Deswegen sehen wir uns dort gleich wieder. So, der Pulsar an der Startlinie. Und los geht's. Das Allradsystem hilft natürlich gut vom Start wegzukommen. 0 auf 100, wie gesagt, 5,4 Sekunden, was echt schnell ist für ein Fahrzeug aus den 90ern, gerade Anfang der 90er. Wenn man bedenkt, dass der Wagen gerade mal knapp über 200 PS hat, ist das auf jeden Fall sehr ordentlich. Und ja, man hört auf jeden Fall, während man fährt, nur ganz leicht den Turbo. Ich weiß nicht, da müsste schon genau hinhören, um den zu erkennen, denke ich mal. Aber ja, es ist prinzipiell, wie ich es mir gedacht habe, der Wagen glänzt durch seine Beschleunigung. Sowohl die Bremsen als auch die Kurvenlage ist eher nicht so geil, sagen wir mal so. Aber ich denke mal, wenn man einfach ein bisschen früher bremst, ein bisschen langsamer reingeht, dann kann man das auch definitiv ein wenig ausgleichen. Ja, der Wagen ist ja prinzipiell für die meisten Leute das Highlight des Updates gewesen. Ich kann es, wie gesagt, nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Mir konnte es auch noch keiner erklären bisher. Mir wurde halt gesagt, es ist ein kleiner Hot Hatch mit dem Skyline-Motor, aber das ist er nicht. Tut mir leid. Oh, naja, vielleicht kann es mir einer von euch erklären. Ich bin da sehr gerne offen für alles. So, man kann auf jeden Fall sagen, wir haben keine Anzeichen von Übersteuern. Hätte ja auch sein können, dass wir einfach hinten zu wenig Gewicht haben, dadurch in ein Übersteuern reinkommen in ein leichtes. Was bei so einem kleinen Hot Hatch sehr schnell sehr ekelhaft werden kann. Aber nein, haben wir nicht richtig. Das Fahrwerk ist mir persönlich einen Tacken zu weich. Aber
Gut, da wir den Wagen ja fürs Gelände aufbauen werden, kann man das auch mal so verkraften, würde ich sagen. Und ja, komm auf die Ziellinie mit 212 km/h. Damit setzt der Wagen eine Zeit von 2 Minuten 16. 409 ist damit auf Rang 156 bisher, in etwa gleich schnell wie der aktuelle MX-5. Knapp 2 Sekunden schneller als der Celica GT4 SC205. Das ist ordentlich. Gerade mal hinter Fahrzeugen, also hinter echten Rennwagen, wie der Maserati 8 CTF, Mercedes W154, die aber auch vom LI schon in einer ganz anderen Richtung sind. Also, ja, tatsächlich finde ich, das ist eine sehr, sehr gute Zeit, würde ich sagen. Und ja, wie gesagt, ich werde den Wagen für das Gelände aufbauen. Wir werden natürlich schauen, ob der Karren eventuelle Tuning-Möglichkeiten hat. Das heißt, da gehen wir direkt hin. Und ja, schau mal. Wie gesagt, hoffentlich hat er ein paar Ready-Teile. Wäre ja sehr angenehm. Wir fahren aber mal direkt zur Kingfisher Cottage hoch. Ja, ich habe prinzipiell ja schon vorgehabt, sowohl mit dem Wagen als auch mit dem Peugeot 205 ein bisschen in die extremere Richtung zu gehen. Beim Peugeot bin ich mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob ich das tatsächlich machen möchte. Ich werde das davon abhängig machen, was es da für Tuning-Möglichkeiten gibt. Aber den Wagen hier will ich heute auf die Fresse geben, auf jeden Fall. So. Alles klar. Dann gucken wir mal. Das sieht schon schlecht aus. Ja. Schade. Schade, schade. Leider keine Teile. Ach du Kacke. 6 Motoren. Okay. Wir haben einen M3-Motor. Wir haben 2 Liter Inline 4, es könnte ein Honda Civic Motor sein. 2 Liter Inline 4 Turbo. Wahrscheinlich der gleiche Motor aus dem anderen Fahrzeug, würde ich vermuten. Wahrscheinlich so 180 SX Richtung. Okay, ist das ist der Supramotor? Ne, das ist nicht der. Mein Gott, ich komme da echt durcheinander in letzter Zeit immer wieder. Lass mich das mal kurz überprüfen, bevor ich was Falsches erzähle. Entweder es ist wahrscheinlich das Skyline-Motor. Aber ich möchte das, wie gesagt, an der Stelle ganz kurz gerne überprüfen, bevor ich hier was falsch erzähle. Ja, genau. Supra hatte tatsächlich, wie ich mir schon gedacht habe, einen 3-Liter-Motor. Turbo Ready haben wir. 3,8 Liter Vorsatz. GTR, okay. Und. Jo. Ach so, ja, natürlich. Weil, warum auch nicht? Heckantrieb könnte man machen, lassen wir mal sein. Offroad-Reifen nehmen wir natürlich mit. 245er vorne und ich könnte mir vorstellen, auch das gleiche hinten. Perfekt. Andere Felgen und ich habe da schon ehrlicherweise was vor mir. Die dürften in der Kategorie hier sein, wenn mich nicht alles täuscht. Lass mich gucken. Vielleicht finde ich ja auch noch andere, aber eigentlich habe ich ein ganz gutes. Genau, die meinte ich. Ja, die gefallen mir auch ganz gut auf dem Karren, bin ich ganz ehrlich. Die Reifen holen wir noch ein bisschen raus. Einfach auch für die Stabilität. Und weil es geil aussieht. So, der Wagen kriegt eine Straßenkupplung. Wir wollen mal auf die Fresse gehen, wir wollen aber immer noch so ein klassisches Gruppe A-Feeling behalten. Was natürlich auch dementsprechende Schaltzeiten beinhaltet. Wobei das jetzt heute wahrscheinlich eher in die Gruppe B-Richtung gehen wird. Die Bremsen haben mir überhaupt nicht gefallen. Da machen wir mal ein dickes Upgrade. Offroad-Fahrwerk sowie Stabis. Gewichtsreduzierung. Ich denke mal, wir werden den Wagen theoretisch auf unter eine Tonne kriegen. Ja, nicht ganz. Aber ich würde sagen, 1,1 reicht auf jeden Fall. Und jetzt kriegt er Leistung. Er kriegt eine nette Nockenwelle. Er kriegt ein Turbo-Upgrade. Ach du Scheiße, kriegt er dadurch Leistung.
Ich würde aber sagen, bei der Stufe kommen wir in ein perverses Turboloch. Das hier reicht. Auf jeden Fall. Dann noch Kolben. Auspuff eventuell. Und die Schwungscheibe. Und dann noch Hopp. Ansaugsystem, weil warum nicht? So. Dann gucken wir hier nochmal, was wir alles einstellen können. Wäre natürlich obergeil, wenn wir den Flügel einstellen könnten. Ich glaube da aber leider nicht so richtig dran. 0 auf 100, jawohl, 2,9. Das ist doch mal ein schöner Wert. Mit dem können wir arbeiten. Das ist schon... Ist schnell. Ist sehr schnell auf jeden Fall. So, Federn. Der Wagen wird auch definitiv ein bisschen mehr in die Slidey-Richtung gehen, würde ich vermuten. Deswegen stellen wir die Bremsen auch mal ordentlich aufs Heck. Und geben auch mal prophylaktisch ein bisschen mehr Power an die Hinterachse. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das ganz gut funktioniert, dass er dann sehr schnittig um die Kurven geht. Wir gucken uns auch nach Farben um, ob es da noch vielleicht was anderes gibt. Es gibt ein paar andere Grundfarben. Drei Farbgruppen. Mir schwant Übles. Ja, genau. Das eine ist im Prinzip standardmäßig, was wir alles haben. Die zweite. Ja, die Leiste. Das habe ich mir schon gedacht. Und was ist jetzt die dritte? Ja, natürlich. Das gucken wir uns gar nicht weiter an. Wir akzeptieren einfach das, was da geschehen ist. So, jetzt gucken wir mal. Ja, WRC. So ein Ready-Design wäre natürlich cool. Aber ich finde die alle nicht so richtig schön, wenn ich ehrlich sein darf. Also auch rein vom Design in der Realität her. Das hat jetzt nichts damit zu tun, wie das umgesetzt ist. Ich finde die einfach nicht schön. Deswegen lassen wir das doch mal sein. Und fahren den Wagen halt einfach in Schwarz. Ist ja auch nicht schlimm, ne? So. Dann fahren wir doch mal. Ich glaube, der Wagen tut sich auf meinem Rundkurs da, auf meinem kleinen Rundkurs ganz gut. Der könnte sich da wohlfühlen. Ja, wie gesagt, ich habe den Wagen ja über die Straßenverstrecke gefahren. Und es wird aber auch in den kommenden Tagen, wahrscheinlich nächste Woche irgendwann, beziehungsweise sehr sicher nächste Woche irgendwann, eine Folge kommen, wo ich dann alle Fahrzeuge, die in diesem Update neu reingekommen sind, alle sechs eben über die Offroad-Teststrecke fahren werde, damit ich auch einfach ein bisschen detaillierter vergleichen kann, was genau denn die Unterschiede sind im Fahrverhalten etc. Das halte ich soweit für gar nicht schlecht. Wir fahren eine Runde, die reicht eigentlich auf der Strecke. Die ist zwar recht klein, die Strecke, bin ich mir auch bewusst, aber hat eine sehr geringe Durchschnittsgeschwindigkeit. So. Schauen wir mal, wie wir uns gegen die Konkurrenz schlagen. Quattro, Subaru, 037, hier wird alles am Start sein. Man merkt auf jeden Fall, die Leistung kommt erst ein bisschen später, aber dann kickt die richtig rein. Oha. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, sechs verschiedene Motoren, die man einbauen kann, kein einziger V8, ist enttäuschend. Ja, hopp. Jetzt sind wir schon mal P2. Aber mit dem Getriebe, wenn man ordentlich schaltet, ist man zumindest dauerhaft im korrekten und benötigten Drehzahlbereich. Alter, bis 8.500 dreht der, super. Genau das möchte ich in einem Hot Hatch sehen. Gott, nee, nicht rückwärts.
Jawohl, der Audi macht mal richtig Daytona. Sehr schön. Ey, das war die ganz neue Technik. In den Rückwärtsgang schalten, damit du einfach schneller langsamer wirst. Mach das. Das ist genau so funktioniert das. Mach das aber bitte nur in Videospielen. Weil ich glaube, ansonsten kriegst du Probleme. Vor allem finanzielle, wurde mir gesagt. Hopp. Man muss auf jeden Fall extrem früh runterschalten mit dem Fahrzeug, wenn man irgendwie ein Manöver im Slide anführen möchte. Man muss extrem früh runterschalten, aber wenn die Leistung erstmal weg ist, wenn du erstmal im falschen Drehzahlbereich bist dementsprechend, da wieder reinzukommen, uff, ultra schwer. So. Jetzt hier über die Brücke schön rüberkommen. Jawohl. Der Wagen macht echt Spaß auf der Strecke hier. Und ich bin aber ganz ehrlich, er fühlt sich nicht so kanonenkugelartig an, wie ich vermutet hatte, wenn ihr versteht, was ich meine. Der ist noch relativ normal eigentlich. Er ist so normal kontrollierbar. So. Ja, schöner erster Sieg. Ich glaube, der Wagen... Ich hatte da dir auch schon gesagt, im Stream gestern, sowohl der als auch der Peugeot werden mich wahrscheinlich einmal durch das Fahren überzeugen. Da sind jetzt beides Fahrzeuge, zum Peugeot kommt dann auch nächste Woche eine Folge. Da sind jetzt beides Fahrzeuge, die ich nicht gebraucht hätte, die ich nicht vermissen würde, wenn sie nicht im Spiel wären. Die aber dann zumindest für diese eine Folge doch recht Spaß machen zu fahren, auf jeden Fall. Und das ist ja dann auch eigentlich Mission erfüllt, wenn man so möchte. Bei nächster also, Gelegenheit ja. Enden. Dit war's soweit. Ja, morgen ist dann ja auch der nächste Update-Livestream zu Forza Horizon 4, wo dann aufgeklärt wird, was denn so in nächster Zeit reinkommt ins Spiel alles. In 400 Metern links abbiegen. Vor allem die Fahrzeuge werden sehr interessant, denke ich mal. Und ja, ich bin da sehr gespannt drauf auf jeden Fall, was da so für Erkenntnisstände rauskommen werden. Vielleicht wird wirklich mal über ein paar Bugfixes geredet oder wo man generell mit dem Spiel noch hingehen möchte, weil, wenn wir ehrlich sind, gehen wir, glaube ich, schon so langsam Richtung Ende des Supports von Horizon 4 hinzu. Aber gut. So, wir kommen auf jeden Fall sehr gut durch. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, ob ich den Wagen in die Kategorie hier gesteckt hätte. Der wird hier in der Retro-Ready-Klasse irgendwo schon fehl am Platz, definitiv. Ich meine, klar, es ist ein Homologationsmodell für die Ready gewesen. Deswegen verstehe ich schon, warum er hier drin ist. Ich sage nur, ich persönlich hätte ihn wahrscheinlich eher in die Retro-Hot-Hatches reingepackt. Da passt er in meinen Augen einfach viel, viel besser rein. Aber ja, das ist ja immer so bei manchen Fahrzeugen. Gibt es mehrere Kategorien, wo sie reinpassen. Manchmal, bin ich ganz ehrlich, stimme ich überhaupt nicht mit dem überein, was Forza macht. Wenn ich dann eine Viper bei Muscle Cars sehe beispielsweise. Oder genauso einen Aventador bei den Hypercars.
da stimme ich überhaupt nicht mit ein. Aber gerade da ist halt beides okay eigentlich. Ich sag nur, dass ich halt den Wagen prinzipiell nicht unbedingt in der gleichen Kategorie wie den 22B, Audi Quattro etc. sehe. Sondern halt doch eher bei den Hot Hatches. Aber ich, wie gesagt, kann vollkommen nachvollziehen, warum er hier drin ist. Ne? So soll das überhaupt nicht klingen. Und scheiße, fährt der Wagen sich geil. Der ist, glaube ich, echt so auf dem richtigen Grad zwischen Slidey und aber noch kontrollierbar. Man könnte halt noch definitiv ein bisschen mehr in die Slidey-Richtung gehen, dann würde es aber unkontrollierbarer werden. Dafür aber wahrscheinlich, wenn man es kontrollieren kann, in den Kurven doch nochmal einen Tacken schneller. Aber er ist halt, ja, einsteigerfreundlich, würde ich es einfach nennen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Wort dafür. So, fahren wir noch ein kleines Rennen. Und zwar das hier. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, wir fahren einfach hier durch. Ist ja kein Problem, da steht nichts im Weg, außer ein paar Bäume. So. Links abbiegen. Oh Gott. Also er ist schon recht schnell auch. Könnte man an der Tasche erwähnen. Er ist halt, wie gesagt, nicht so krass, wie ich erwartet hätte, bin ich ganz ehrlich. Also auch alleine der Serienversion. Route wird neu berechnet. Ich habe erwartet, dass er doch einfach ein Tacken mehr ein Monster ist, weil nach dem, was ich gelesen habe über das Fahrzeug, was andere mir über den Wagen erzählt haben, dachte ich mir, okay, krass, der wird abgehen. Du hast dein Ziel erreicht. Das tut der im Bereich von zwischen 0 und 150 km/h. Danach ist er halt auch ganz okay. So. Schauen wir mal. Letztes Rennen mit dem Fahrzeug. Dann gucken wir, wo wir stehen. Ich würde aber nichts mehr am Tuning ändern, ehrlich gesagt. Also das könnt ihr eigentlich so nachbasteln, wenn ihr wollt. Ich lade die Tunings ja nicht mehr hoch, wie ihr wisst. Weil ich sonst einfach viel zu viele Slots dafür verballere. Wie gesagt, ihr könnt die Tunings ja, also ihr seht ja exakt, was ich einstelle. Dann könnt ihr sogar, das ist ja sogar eigentlich fast noch besser für euch, dann könnt ihr sagen, okay, ich nehme mir die Teile her, aber ja, die Bremsen passen mir nicht so, dann stelle ich die mal anders um oder der Reifendruck, der gefällt mir nicht so richtig, ich nehme beim Setup als Basis einfach und stelle aber noch ein paar andere Dinge ein. Ich sage das immer wieder und deswegen gab es auch noch nie und deswegen wird es auch von mir kein Setup-Guide geben. Das ist ultra, ultra, ultra individuell. Man kann nicht sagen, diese Einstellung funktioniert. Man kann auch nicht sagen, in jedem Fall wird diese Einstellung das bewirken. Es gibt auch Fahrzeuge, wo es wahrscheinlich anders der Fall sein wird. Klar kann man theoretisch erklären, wahrscheinlich wird das passieren, wenn du das einstellst. Klar, das ist möglich, aber gerade in Horizon gibt es da doch dann teilweise Objekte, die sich denken, nee, ich akzeptiere diese Tuning-Einstellung nicht so. Bei mir wirkt sich das mal ganz anders aus. Also mit Objekte meine ich Fahrzeuge. Deswegen habe ich mich bisher immer dagegen entschieden und werde auch weiterhin sagen,
ein Tuning Guide in Horizon 4 ist relativ sinnlos. So. Ja, wir liegen wieder ganz gut vorne. Aber tatsächlich kriege ich den Wagen nicht so in die Kurven reingeschmissen, wie man es vermuten würde. Oh Gott, ja, was dazu geführt hat, dass ich jetzt quasi in die Kurve reinsliden wollte. Und das hat mal überhaupt nicht funktioniert hat. Der hatte auf einmal Traktion. Vielleicht ist er doch ein bisschen zu viel noch auf Traktion gebaut. Ein bisschen zu grippy. Könnte auch sein, aber ich denke mal, mit dem Wagen kannst du beides machen. Also das ist gar kein Problem. Der Wagen steht jetzt, wie ich es ja schon gesagt habe, eigentlich, der steht mittendrin. Aber ja, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall den Wagen zu fahren. So, und damit will ich dann sagen, war's das für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.